Stefanie Schweinstetter war für uns beim Prozess oder ist für uns beim Prozess gegen Leon D. Er ist angeklagt wegen Mordes. Stefanie, du hast den Prozess ja sehr intensiv verfolgt. Du warst an allen Prozesstagen da. Was ist denn Leon D. für ein Mensch? Also ich habe ja einerseits meinen eigenen Eindruck ein bisschen gewinnen können, so wie er auf mich gewirkt hat, und auch Zeugenaussagen gehört. Und eigentlich, wenn man jetzt die Tat nicht wüsste, würde er einem wie ein ganz normaler 19-Jähriger vorkommen. Also er ist recht unscheinbar, nicht besonders groß. Ich weiß nicht, ob man das erwartet, dass er besonders stark wäre oder so. Aber ja, es wird als zurückhaltend beschrieben, viel nicht besonders schüchtern, aber auch nicht besonders offen. War wohl viel auch in seinem Zimmer, hat viel PlayStation gespielt, ist aber auch mit seinen Freunden raus, mal in eine Shisha-Bar oder mal feiern gegangen. Und eben mit seiner Ex-Freundin Rebecca viel unterwegs, die er jetzt auch getötet hat im Mai. Das hört sich ja wirklich eigentlich nach einem ganz normalen jungen Menschen, Jugendlichen, Erwachsenen, irgendwie was dazwischen an. Ja, hat er auch an der Uni Physik studiert, jetzt 2 Semester lang. Aber so ganz normal war er ja trotzdem nicht. Es gab ja ein Gutachten vom Psychologen. Genau, also der Leon D. ist von einem forensischen Psychiater begutachtet worden, der bei ihm einen Beziehungsnarzissmus festgestellt hat. Also narzisstische Züge vor allem in Beziehungen, und in seiner Beziehung zu Rebecca hat sich das so ausgewirkt, dass er sie stark kontrollieren wollte. Also der Psychiater hat diese narzisstischen Züge so beschrieben, dass da im Kern eigentlich eine Selbstunsicherheit ist, die durch Kontrolle stabilisiert wird, also durch Kontrolle wird das Selbst stabilisiert und durch Kränkungen destabilisiert. Also indem er andere kontrolliert. Genau. Also er wollte zum Beispiel entscheiden, oder er wollte wissen, wann Rebecca mit wem was unternimmt, auch dann nach der Beziehung. Auch während der Beziehung hat man in den Chats den Eindruck, dass er sehr stark kontrollieren will, worüber gesprochen wird. Also vor allem, wenn es um Streitthemen geht, hat er das sehr stark gelenkt, und Rebecca hat eigentlich mehr reagiert und versucht, Harmonie wieder in die Situation zu bringen. Und der Psychiater hat eben auch beschrieben, dass diese Trennung, die ja dann von Rebecca ausging, für Leon D. eine sehr starke Kränkung war. Yeah. Und dass er dann diese Kränkung und seine Gesamtsituation, dass er sich eben auch zu Hause allein gefühlt hat und dann auch von seiner Freundesgruppe ausgeschlossen, auf Rebecca projiziert hat und das ihn zu seiner Tat geführt hat. Hätten die irgendwas erkennen müssen, oder auch das ganze Umfeld? Gibt es da irgendwelche Warnsignale? Diese Freundesgruppe hat zum Teil ja auch was erkannt. Also sie haben ihn im Umgang unter Freunden als umgänglich beschrieben, aber eben schon gemerkt, dass in der Beziehung mit Rebecca was nicht so ganz stimmt. Sie haben ja dann auch nach der Trennung gemerkt, dass er sehr eifersüchtig war, wenn sie jetzt was mit Rebecca unternehmen wollten. Und die haben dann vor Gericht beschrieben, dass ihnen schon aufgefallen ist, dass der Leon D. seine Freundin nicht als seine Freundin, sondern zum Beispiel als seine Bitch bezeichnet hat. Oder dass er eben sexistische Witze über sie gemacht hat. Und ich glaube aber, dadurch, dass das ein Stück weit auch normalisiert ist, vielleicht auch gerade unter jungen Männern, dass es vielleicht nicht so die Warnsignale ausgelöst hat, die es auslösen hätte können. Okay, also so, die Freunde haben schon immer mal was gesagt, auch, glaube ich, aber... Ja, aber meinem Eindruck nach viel auch zu Rebecca. Also ein Freund hat zum Beispiel gesagt, er wollte sie mal warnen, dass sie aufpassen soll mit Leon. Und man hätte ja auch sagen können, man spricht ihn mal
darauf an, dass er vielleicht Rebecca nicht so behandelt und die Verantwortung mehr bei ihm liegt für sein Verhalten. Ja, trotzdem ist der Sprung ja ein sehr großer von diesem, ich sag mal, niedrigschwelligen, unguten Prozessen innerhalb von Beziehungen. Verbale Aggressionen, ja, auch viel, ja. Hat es dein Bild auf Beziehungen verändert? Wird man da irgendwie überrascht es einen oder ist es, wie fühlt sich das an? Also diese Frauenfeindlichkeit, die da in vielen Aspekten eine Rolle spielt, hat mich jetzt nicht überrascht, aber die extreme Ausgestaltung dessen, sozusagen diese extreme Form, so eine brutale Tötung, das schockiert mich natürlich schon, das schockiert einen schon. Wahrscheinlich jeden. Also das ist ja wirklich beklemmend irgendwie. Ja, können wir da gesamtgesellschaftlich irgendwas, müssen wir da was lernen oder müssen wir das als Einzelfall abhaken? Nee, also ein Einzelfall ist es, glaube ich, nicht, sondern eben eine extreme Form einer Struktur, die wir haben. Also eine weit verbreitete Frauenfeindlichkeit spielt in dem Fall bestimmt eine Rolle.